Die größte Angst vieler Eltern ist die, sein Kind zu verwöhnen. Und woher diese Angst kommt und was diese vielleicht mit der Nazi-Pädagogik zu tun hat bei uns hier in Deutschland, das erfährst du jetzt in diesem Video. Ich glaube, es gibt keine Kultur auf der ganzen Welt, die mehr Angst hat, sein Kind zu verwöhnen. Man hört, also wir werden seit Generationen irgendwie aufgezogen, großgezogen, dass unsere Kinder auf jeden Fall selbstständig sein müssen, dass sie nicht so sehr klammern dürfen, dass sie nicht am Mamas Rockzipfel hängen dürfen, dass sie nicht im Bettchen schlafen sollen, dass sie nicht so viel getragen werden sollen, weil was ist, wenn das Kind zu sehr verwöhnt wird und dadurch nie selbstständig wird? Johanna Harrer hat in den 1930er Jahren den Erziehungsratgeber herausgebracht, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Johanna Harrer war Nazi-Frau, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Sie war auf jeden Fall nationalsozialistisch, gehörte der Partei an. Und diese Frau war eigentlich Lungenärztin, sie wurde sehr häufig als Kinderärztin dargestellt und hatte, wie gesagt, diesen Erziehungsratgeber verfasst, gedruckt und veröffentlicht. Und dieser Erziehungsratgeber, da gibt es eigentlich eher Erziehungsregeln. Eigentlich befasst es das viel mehr, als dass es ein Ratgeber ist. Gut, ich persönlich mag das Wort Ratgeber auch nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen, als wären die Leute in eine Ecke gedrängt und so hast du jetzt zu tun und zu machen oder zu lassen. Ja, aber es war so ein Erziehungsratgeber mit eigentlich Erziehungsregeln, wie sich das Kind zu verhalten hat. Und dieses Buch wurde von Hebammen weiterempfohlen, wurde von Kinderärzten weiterempfohlen, bekam jedes Paar zur Eheschließung oder nach der Eheschließung in die Hand gedrückt. Und es war also quasi das Buch schlechthin. Und das Verrückte ist, es wurde bis in den 1987er Jahren veröffentlicht, publiziert. Das heißt, wir sind in einer Generation groß geworden, also alle, die jetzt so bis in die 80er, 90er Jahre vielleicht noch hineingeboren wurden, in eine Generation aufgewachsen, in der dieses Buch, dieser Erziehungsratgeber, diese Pädagogik des Nationalsozialismus uns so tief geprägt hat. Es wurde weiter und weiter gegeben, dieses Buch wurde weitergegeben, diese Werte, diese Erziehung, diese Begleitung eines Kindes, was ich Tatsache persönlich nicht als Begleitung nennen würde, sondern als, auf jeden Fall nichts Gutes. Und dieses Buch hat uns einfach so extrem geprägt. Und das glauben auch einige andere Pädagogen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir so häufig die Angst haben, dass unser Kind verwöhnt wird. Weil, und ich werde jetzt einfach in dieser Folge ein Stück weit ein paar Auszüge daraus vorlesen und die ich recherchiert habe, beziehungsweise auch ein bisschen nacherzählen, worum es da geht, was da gesagt wurde und was das Tatsache mit uns und mit unseren Kindern gemacht hat. Also sprich eigentlich mit unseren Eltern oder mit unseren Großeltern, die ja nun mal wirklich direkt in dieser Zeit hineingeboren wurden, aufgewachsen sind. Und wenn wir nicht reflektieren, geben wir auch diese Werte weiterhin an unsere Kinder weiter. Deswegen ist so wichtig, schau dir diese Folge an, abonniere auch übrigens gleich meinen Kanal, weil diese Folge ist wirklich, ich wünsche dir einfach, dass du dann erkennst, dass diese Angst vor dem Verwöhnen einfach nicht zu dir gehört. Ja, das ist nicht deine Angst, das ist geprägt aus den vergangenen 70, 80 Jahren, dieser Drill, der damals herrschte, diese Art von Pädagogik, die ich nicht mal Pädagogik nennen würde. Der Konsens dieses Buches, also das, was ich bis jetzt herausrecherchiert habe, ist eigentlich, geht es darum, den Willen des Kindes zu brechen und die Macht über das Kind zu haben. Und nur in äußersten Notfällen darf man mit diesem Kind interagieren und auf dieses Kind eingehen. Zum Beispiel wird erst einmal gleich gesagt, dass sobald das Kind geboren wird, soll man es erstmal beiseite legen. Es soll nichts zu trinken bekommen. Ja, die ersten 24 Stunden braucht das Kind keine Milch, weil die Mutter hat ja eh noch keine Milch. Also braucht es diese auch gar nicht. Natürlich hat die Mutter zu der Zeit die Vormilch, ja, das Kolostrum. Der Milchanschluss kommt, ja, das stimmt, erst so um den dritten Tag nach der Geburt.
Aber natürlich braucht das Kind Nahrung. Und dann geht es vor allem auch darum, dass das Kind eigentlich, dass man sich nur mit dem Kind beschäftigt, wenn es, wie gesagt, einen driftigen Grund gibt. Und dieser Grund ist nur auf physiologischer Basis benannt. Ja, wenn das Kind also zu weich, wenn es ihm zu warm ist, wenn es ihm zu kalt ist, wenn es eine volle Windel hat, ja, also Hygienemaßnahmen waren okay, dann darf man mit dem Kind interagieren, wenn es Hunger hat. Naja, also gut, wenn es Hunger hat, natürlich nur alle 3 bis 4 Stunden. Ja, also am besten eigentlich alle 4 Stunden. Notfalls auch mal alle 3 oder nach 3 Stunden. Das ist aber nur, wenn es wirklich jetzt gar nicht mehr geht. Dann soll das Kind nur 20 Minuten lang gestillt werden, weil sonst gewöhnt es sich ja gleich dran, zu bummeln oder zu trödeln, sich Zeit zu lassen, sich hinzugeben. Und das geht natürlich nicht. Das Kind soll also schon an einen sehr straffen Zeitplan gebunden werden, ja, damit es natürlich auch später einfach nur funktioniert. Emotionalität und Gefühle hat da in dieser Zeit überhaupt gar nichts zu suchen, nicht einmal bei einem Kind. Ja, auch die Trennung nach der Geburt war gewünscht, ja, weil natürlich, daher kommt ja dieser Gedanke, oh Gott, mein Kind, es darf sich nicht zu sehr an mich gewöhnen, ich darf es nicht verwöhnen und die Trennung nach der Geburt ist super für das Kind, wurde gesagt, ja, damit es gleich in eine Selbstständigkeit kommt. Und außerdem beginnt die Erziehung ja schon am ersten Tag der Geburt. Ja? Und Erziehung verstehe ich in diesem Kontext, so wie ich es heraushöre, herauslese und weshalb ich es, glaube ich, auch so empfinde, dass Erziehung, dieses Wort, sehr negativ besetzt ist. Das Kind in eine Richtung schieben oder das Kind in eine Richtung ziehen und zerren, diesen Weg so sehr vorzugeben. Und ich habe das Gefühl, es resultiert ein Stück weit daraus. Weil man hat wirklich damals gedacht oder angenommen oder es behauptet, ich kann es nicht nachempfinden, das weiß ich einfach nicht genau. Aber man hat auf jeden Fall, stand es geschrieben, dass das Kind ja noch gar nicht fühlen kann, noch kein Schmerzempfinden hat, ja, dass das Kind sich sowieso an nichts erinnern kann und dass es deshalb eigentlich egal ist, wie man mit diesem Kind umgeht. So, gucken wir mal hin. Kinder können sich Tatsache, also wir selbst können uns ja auch nicht mehr an bestimmte Sachen oder die ersten 3 bis 4, 5 Lebensjahre erinnern, zumindest nicht auf der bewussten Ebene. Heutzutage weiß man natürlich, dass man unbewusst vor allem über Gefühle ganz viel aufnimmt, ganz viel in sich nimmt, in sich trägt und dass den ganzen Körper übergeht und dass Gefühle einfach so extrem wichtig sind. Deswegen übrigens gleich mal Blick voraus, geht es in den nächsten Videos Tatsache über Gefühle. Aber damals hat man es angenommen, Kinder empfinden nichts. Außer, und das ist etwas paradox, außer Macht. Ja, also Machtempfinden haben Kinder. Also es geht eigentlich in der Nazi-Pädagogik ist jetzt keine Überraschung, wenn wir uns den geschichtlichen Kontext einmal anschauen, es geht um Macht, aber Macht im negativen Sinne, der Missbrauch von Macht. Und auch da habe ich immer wieder das Gefühl, auch heutzutage noch, dass es darum geht, dass Erziehung quasi fast sowas wie ein Machtkampf ist. Ja? Also es geht darum, dass das Kind kein Recht hat, ja, sondern die Eltern haben Recht, das Kind hat Unrecht, das Kind ist unterlegen, die Eltern sind überlegen. Und auch das spüre ich heute immer noch. Ich habe jetzt immer noch das Gefühl, ein Kind zu begleiten bedeutet, okay, wie kann ich die Oberhand gewinnen, wie kann ich Macht gewinnen, wie kann ich sie ausspielen. Also in dem Buch geht es eigentlich vor allem darum, dass man nur mit dem Kind interagiert, wenn es halt einen bestimmten Grund gibt. Und dieser Grund ist nur physiologisch betrachtet nicht emotional. Und auch heutzutage habe ich das Gefühl, dass Gefühle, zum Beispiel das Thema Weinen, nur berechtigt ist, wenn es einen Grund gibt. Ja? Also wenn das Kind vielleicht doll stürzt, dann ist es berechtigt, dass man es tröstet. Ja? Dann gehen die Eltern oder die Erzieher auf das Kind ein. Wenn das Kind aus einem emotionalen Grund weint oder weil es gerade gehört hat, okay, du bist jetzt nicht mehr meine Freundin und ein Kind sagt, ich habe keine Freunde mehr und das ist ein emotionaler Grund, das ist sehr schlimm, dieses Gefühl des Alleinseins, genau das wollen wir nämlich im Leben vermeiden. Davor haben wir am meisten Angst, vor einer Trennung, allein zu sein. Ja? Diese Gefühle werden aber heutzutage noch immer nicht wirklich ernst genommen. Das wird dann so ein bisschen überspielt mit Floskeln und ach, ist nicht so schlimm und ach, wenn
du verheiratet bist, ist alles wieder gut. Und es geht aber wirklich auch darum, einfach mal Gefühle oder das Kind vor allem ernst zu nehmen und dahinter zu schauen, was denn genau los ist. Und das war natürlich in dieser Zeit überhaupt gar nicht von Bedeutung. Und jetzt möchte ich dir tatsächlich noch mal eine etwas längere Passage vorlesen aus diesem Buch, das wirklich noch mal extrem verdeutlicht, was ich hier eigentlich gerade erzählt habe. Versag auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart. Fang nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf den Schoß zu halten, es gar zu stillen. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur so schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen und Gegenstand solcher Fürsorge zu werden. Nach kurzer Zeit fordert es diese Beschäftigung mit ihm als ein Recht, gibt keine Ruhe mehr, bis es wieder getragen, wie gewiegt oder gefahren wird. Und der kleine Haustyrann ist fertig. Und das ist so, also genau das ist das, was wir ja eigentlich unterschwellig, ein bisschen subtiler halt, noch immer in uns spüren, in uns tragen oder uns von außen herangegeben wird von einer älteren Generation, ja. Ja, also dieses, okay, kuschel nicht zu viel mit deinem Kind, still es nicht zu lange, weil sonst merkt sich das Kind das und dann nutzt es das aus. Also hier, dieses Kind, dem Kind wird so häufig unterstellt, dass es bösartig ist, dass es ein Tyrann ist. Auch heute noch, ne? Das Kind ist ein Wutteufel, das Kind ist boshaft oder das Kind ist, fällt gerade nichts weiter ein, aber solche Floskeln gibt es ja halt noch immer. Genau, und dann gibt es noch eine andere Passage. Ist das Kind gestillt und trockengelegt, wird das Kind an einem stillen Ort abgeschoben, wo es allein bleibt und erst zur nächsten Mahlzeit wieder vorgenommen. Also wirklich das Kind so ein bisschen als Objekt gesehen, angesehen und oder fast schon so ein bisschen wie so ein kleiner Spielball. Also wenn die Eltern sagen, ja, okay, jetzt habe ich Lust, mit meinem Kind zu interagieren oder mein Kind braucht es jetzt ganz dringend, dann nehme ich es und gehe dem nach. Inwiefern natürlich meine Eltern dem halt so nachgegangen sind, ne, ist jetzt vielleicht mal nochmal interessant herauszufinden, kannst ja mal vielleicht mal vorsichtig nachhorchen, vor allem auch, ob deine Eltern, deine Großeltern dieses Buch zu Hause hatten, ob darüber gesprochen wird mittlerweile, und schreib es mir mal gerne in den Kommentaren, welche Erfahrungen du dazu gemacht hast. Genau, und auch nachts natürlich wurde das Kind sollte 8 Stunden schlafen. Jeder, der ein bisschen eine Idee hat, wie Kinder empfinden, jeder, der ein Kind zu Hause hat oder in diesem Beruf tätig ist, mit Kindern arbeitet, weiß ganz genau, dass 8 Stunden Schlaf ein Traum für jedes Elternteil ist, der sich allerdings vermutlich erst, ich weiß nicht, nach 7, 6 Jahren oder so herausstellt, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch später, je nachdem. Einige Kinder schlafen schon relativ lang durch, im mittleren Alter, andere noch nicht. Also es wäre ein Traum natürlich für viele Eltern, wenn das Kind 8 Stunden durchschläft, ist aber nicht so, weil das Kind hat nun mal irgendwann nachts eine volle Windel oder hat Hunger. So. Aber da hieß es natürlich, das Kind wird schreien gelassen, wird weinen gelassen und auch das kennen wir heutzutage immer noch extremst stark, dass gesagt wird, lass das Kind weinen, mach die Tür einfach zu, dann hörst du es auch nicht mehr und dann ist gut. Dieser Spruch auch, schreien, dadurch werden die Lungen gestärkt oder das reift die Lungen. Das kann natürlich nur von einer Lungenärztin dieser Satz kommen. Also merkst schon, ich stelle das jetzt ein bisschen überspitzt dar und ein bisschen auf humorvolle Art und Weise. Eigentlich ist es nicht lustig, dieses Thema. Es ist eigentlich ziemlich extrem und es ist eigentlich schon ziemlich ernst zu nehmen. Und ich muss jetzt sagen, also die Nazi-Pädagogik war jetzt nicht so plopp mit einem Mal da und nur die war schlecht, weil vielleicht kennst du die schwarze Pädagogik da, wo die kleinen Kinder eigentlich wie kleine Erwachsene behandelt wurden. Ja, das so im 18., 19. Jahrhundert war die schwarze Pädagogik quasi so ein bisschen auch der Vorreiter gewesen. Und es gibt viele Erziehungs- und Erziehungsstile oder viele verschiedene Abschnitte im Leben, die dem Kind eigentlich überhaupt gar nicht zugutekommen. Ich glaube, da sind wir gerade aktuell in einer sehr guten Zeit. Das geht wirklich bergauf. Es gibt immer mehr bedürfnis- und bindungsorientierte Elternschaft und
Begleitung von Kindern. Und das ist mir auch so wichtig. Und deswegen gibt es hier auch diesen Kanal, den du übrigens jetzt nochmal gerne abonnieren darfst. Und deswegen gehe ich meiner Arbeit so gerne nach, weil das einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist. Es wird immer mehr, es kriegt immer mehr Bedeutung, aber es ist noch immer zu wenig. Und die Johanna Hara, die das Buch halt geschrieben hatte damals, sie hatte auch eine Tochter. Und diese Tochter hatte übrigens, by the way, eine Lernstörung. Also so gut war diese, das wissen wir natürlich, so gut ist also diese Pädagogik, dieser kann man einfach nicht nachgehen. Das ist quasi, es ist eine Kindesmisshandlung, es ist eine Kindeswohlgefährdung. So sollte man niemals mit Kindern umgehen. Und Johanna Hara selbst litt auch im hohen Alter an einer Alkoholsucht und an Ängsten. Oder an Angststörungen. So, also, ich wollte dir mit diesem Video, ich hoffe, ich habe es dir gut verdeutlichen können, einfach nur sagen, wenn du diese Angst hast, dieses Gefühl, okay, ich habe Angst, mein Kind zu verwöhnen, schau da nochmal drauf, weil diese Angst kommt sicherlich nicht von dir. Die kommt von 1, 2, 3 Generationen vor dir, die diese Zeiten miterlebt haben. Wenn du vielleicht diesen Glaubenssatz hast, ich habe Angst oder ich verwöhne mein Kind, wenn ich auf seine Bedürfnisse eingehe, dann empfehle ich dir mein anderes Video, Glaubenssätze auflösen oder negative Glaubenssätze auflösen. Da habe ich 4 Schritte für dich, wie du deine blockierenden Glaubenssätze auflösen kannst, um wirklich bewusst mit deinem Kind umgehen zu können und um seine Bedürfnisse zu sehen und vielleicht mehr zu verstehen, was du und was dein Kind eigentlich brauchen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gern einen Daumen hier, ein Like hier, ein Abo hier. Folge mir auf Instagram oder Facebook, wenn du magst, wenn du das hast. Und ansonsten freue ich mich, im nächsten Video dich wiederzusehen. Und da geht es um Gefühle. Also bis dann. Ciao. Fühl dich verbunden. Deine Anne.